Das ist eigentlich traurig, dass wir das als Status quo mittlerweile sehen, dass es kaum noch gesunde Menschen gibt. Wir haben mittlerweile schon auf der ganzen Welt über 80% aller Menschen, die mindestens also ein Symptom haben oder eine Erkrankung haben. Wir sind in einer Welt angekommen, wo eine Krankheit schon zur Normalität gehört. Also die Krankheiten werden zum Status quo. Hey, herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein Name heute Marcel Lukask. Er nennt sich selber der Lebergott, macht eine unglaubliche Arbeit und es steht auf seiner Homepage: Werde die gesündeste Version seiner selbst. Mein Name ist Felix van Frieden und wir werden heute über Gesundheit reden und wie jeder Mensch nochmal eine ganze Schippe an Gesundheit hinzugewinnen kann und die Symptome loswerden kann. Das ist grandios. Also ich muss sagen, ich habe Marcel kennengelernt, weil meine Mutter und mein Bruder ein Coaching bei ihm gebucht haben, waren bei ihm in der Akademie und meine Mutter und mein Bruder waren begeistert, haben so viel erzählt, monatelang. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich teste es mal aus. Und ich habe jetzt die ersten Tipps seit ein paar Wochen umgesetzt. Ich trinke Selleriesaft, ich trinke Zitronenwasser morgens, ich trinke einen Detox-Smoothie morgens. Und versuche auch ein paar andere Sachen schon zu machen. Und ich muss sagen, also ich habe bisher noch keine Ernährungsweise kennengelernt, die so viel gebracht hat. Und ich bin dir da, Marcel, ja schon so dankbar für das, was du jetzt in meinem Leben schon verändert hast. Und ich habe gerade im Vorgespräch schon gehört oder auf deiner Seite gesehen, dass du schon mit über 3.500 Menschen gearbeitet hast. Du hast einen Instagram-Kanal mit über 40.000 Followern, gibst da jeden Tag kostenfreie Tipps. Also der Instagram-Kanal ist wirklich Gold wert, richtig gut. Ich verlinke den auf jeden Fall hier unter dem Video. Und wenn ihr Instagram habt, folgt unbedingt Marcel auf Instagram, denn das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich bin richtig froh, dass du da bist und herzlich willkommen, Marcel. Sehr gern, Felix. Und ich stehe auch hier gerne Rede und Antwort, auch für die Zuschauer. Genau, dafür macht man das ja auch. Genau. Also du sprichst davon, dass im Grunde fast jeder ein symptomfreies Leben und gesundes Leben führen kann und dass die Ernährung der Schlüssel dazu ist. Sag doch mal ganz kurz, wie war dein Weg, weil du hast selber ja auch gewisse gesundheitliche Herausforderungen in deinem Leben gehabt, hattest Herzrhythmusstörungen, erhöhten Cholerinspiegel, Gürtelrose und andere Geschichten und bist dann nach gutem Studium darauf gekommen, dass die Leber ein zentrales Organ ist im Körper. Und erzähl doch mal kurz für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen, wie bist du auf dieses Thema gekommen und machst das ja auch schon seit 25 Jahren. Was sind so die größten Erkenntnisse auf deinem Weg? Genau. Meine Güte, das waren so viele Fragen auf einmal. Also gerne Ich einfach versuche das mal. nur erstmal mit einer Geschichte anfangen. Ja. Genau. Also mittlerweile ist es so, dass ich mich seit ja, über 30 Jahren mit dem Thema beschäftige. Nun bin ich ja fast 50 mittlerweile auch schon. Und Thema Gesundheit hat mich seit dem 17. Lebensjahr, möchte man sagen, wirklich begleitet. Und jetzt möchte man auch sagen, wenn man anderen Menschen zeigen möchte, gesund zu werden, dann sollte man ja selber auch gesund sein. Das war ich aber damals nicht. Wie du selber gerade schon gesagt hattest, Felix, hatte ich mit 17, 18 Jahren auch meine großen Herausforderungen gehabt. Ich hatte nämlich damals, und das war für mich so eine große Panikaktion, ich hatte also Herzrhythmusstörungen. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie das auch so an sich anfühlt. Das heißt, ich habe das abends immer gemerkt, wenn ich im Bett lag. Und dann habe ich gespürt, wie mein Herz nicht rund schlug. Das kriegt man ja mit, ja. Und es schlug nicht gleichmäßig, wie ein Herz in Ruhe schlagen sollte, sondern es schlug unrund. Das heißt, es schlug dann schlug es mal 3, 4 Sekunden gar nicht, dann hat es sich überschlagen danach wieder. Also es war wirklich für mich eigentlich ein wirklich unangenehmes Gefühl. Und ich habe so viel Panik aufgebaut, dass ich teilweise nächtelang wach lag, weil ich dachte, wenn du jetzt einschläfst, dann wachst du morgens nicht mehr auf. Und das war natürlich für mich die oberste Katastrophe. Die Ärzte haben das dann bestätigt und haben dann gleich aufgrund des Blutbildes auch festgestellt, ah, da ist ja noch eine angehende Fettleber, dann habe ich ja noch einen erhöhten Cholesterinspiegel noch. Und das waren so die ersten offensichtlichen Probleme im gesundheitlichen Bereich, die ich damals hatte mit 17, 18 Jahren. Mit 19 Jahren habe ich dann auch eine Gürtelrose ausgeprägt. Also das waren alles so meine ja, kleinen Baustellen, die ich halt hatte. Und natürlich fängt man an zu überlegen, okay, wie kann es denn funktionieren, dass man diese Symptome losbekommt? Denn wenn du einem anderen Menschen was über Gesundheit erzählen möchtest, dann solltest du natürlich wissen, okay, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Na, dann fängst du natürlich an, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Hat damals, ich weiß gar nicht bis heute, ach, ich habe dann tausende Bücher gelesen, könnte man sagen, zum Thema Gesundheit.
Jeder spiegelt ja das Thema Gesundheit irgendwie anders dar oder stellt es anders dar und studiert natürlich noch mit dazu, holistische Gesundheit mit dazu, also ganzheitliche Gesundheit, dass du ein bisschen Fundament bekommst. Und dann, und das ist das Entscheidende, lernst du viele Menschen kennen, die auf ihrem Gebiet Koryphäen sind. Und von denen kannst du natürlich auch partizipieren. Und dann irgendwann stellt sich dein Bild zusammen. Und dann sagst du dir, meine Güte, das gibt's ja gar nicht. Nach jahrelangem Lernen, eigentlich, wenn man so möchte, eigentlich wird das Thema Gesundheit komplett falsch angegangen. Das heißt also, wenn man im Mainstream draußen im Internet mal reinschaut, wie sollte ich mich gesund ernähren und was sollte ich machen, dann findet man Millionen Angaben. Ist lieber Vollkornbrot. Nein, mach das lieber nicht. Geh lieber in richtig gute Bio-Milchprodukte rein. Nein, mach das auch nicht. Auch wieder schlecht. Fang an mit Obst essen. Oh nein, Obst sollst du auch nicht essen, weil Obst hat zu viel Fruchtzucker. Es sind so viele verschiedene Irrwege, dass man, ich möchte mal behaupten, als ja, gewöhnlicher Mensch gar keine Möglichkeit, geschweige denn überhaupt eine Chance hat, den richtigen Weg zu finden. Und ich habe in den ganzen Jahren unglaublich viel ausprobiert und natürlich am eigenen Leib und habe dann festgestellt, ach, das ist ja echt ein Ding, durch die Information, Herzrhythmusstörungen sind ja ein Leberproblem. Und interessanterweise ist das bis heute aber nicht bekannt. Und das war ja ein Ding. Dann kommt der nächste Punkt. Das heißt also, dann kam der erhöhte Cholesterinspiegel. Und da wird ja auch immer von der Fachwelt gesagt, na ja, du müsstest mehr Sport machen, du müsstest deine Ernährung umstellen. Und dann wird der Cholesterinspiegel ja auch wieder in Ordnung kommen. Aber ich habe Sport gemacht. Ich mache immer noch Sport, ja, jeden Tag. Das heißt also, am Sport kann es nicht gelegen haben, dass der Cholesterinspiegel bei mir jedes Jahr anstieg. Und da habe ich gesagt, okay, Mensch, die Ernährung, die war doch auch nicht so schlecht vor 30 Jahren, die ich damals gemacht habe. Aber trotzdem ist der Cholesterinspiegel jedes Jahr angestiegen. Was haben jetzt, hatten die Fachleute jetzt gesagt dazu? Ja, Marcel, das ist genetisch. Da kannst du nichts ändern. Und ich habe da tatsächlich die ersten 2 Jahre dran geglaubt und sagte, okay, wenn das so ein Fachmann sagt, dann glaube ich das auch, bis ich irgendwann gemerkt habe und auch gelernt habe, dass der Cholesterinspiegel von der Leber kontrolliert wird. Das heißt, die Leber reguliert den Cholesterinspiegel. Und da habe ich gesagt, okay, da ich ja eh im Blutbild nachweisbar eine angehende Fettleber habe, kann doch nur die Leber die zentrale Schaltstelle sein für die ganzen Erkrankungen, die ich hatte. Und tatsächlich habe ich mich darauf fokussiert. Und dann fing ich an natürlich mit Leberentgiftung, mit einer leberkonformen Ernährung. Selbst der Begriff leberkonform gibt es ja so gar nicht. Den haben wir ja hier so geprägt. Ja, und es ist immer schön, dass natürlich auch dann die Teilnehmer auch dann von leberkonformer Ernährungsweise reden. Weil es macht unglaublich viel Spaß, auch das so weiterzugeben. Und innerhalb von einem Jahr sind alle meine Symptome weg gewesen. Das heißt, ich habe keine Herzrhythmusstörung mehr gehabt nach einem Jahr. Mein Cholesterinspiegel ist unterirdisch, also genau da, wo er eigentlich idealerweise sein sollte, ohne Statine. Die sollte ich nämlich nehmen, aber habe ich natürlich nicht gemacht. Das war ein ganz guter Punkt gewesen. Naja, die Gürtelrose war dann auch weg gewesen. Und seitdem, und jetzt kommt natürlich die interessanteste Aussage für viele, seitdem bin ich nie wieder krank gewesen. Und wir reden hier keine Erkältung, kein Schnupfen, keine Grippe und das seit über 25 Jahren. Und das ist natürlich schön. Ja, viele sagen immer, ja, man müsste doch mal krank werden, damit der Körper doch eine Abwehr aufbauen kann. Auch wieder so eine Aussage, wo man sagt, ja, wieso soll mein Körper denn krank werden? Ich bin doch seit 25 Jahren nicht krank. Warum sollte ich ihn jetzt erkranken lassen? Das macht keinen Sinn. Also es gibt schon den, ich will mal sagen, so den idealen Weg der Gesundheit, wenn man ihn denn kennt. Und das Schöne ist, dass ich mittlerweile über Tausende von Menschen genau das auch vermitteln durfte und denen genau das auch erzählen darf. Und interessant ist eins, dass dann die Menschen, wenn sie diesen Weg gehen, tatsächlich eben die Symptome abbauen. Und das ist egal, ob jemand eine Autoimmunkrankheit hat, ob jemand eine chronische Erkrankung hat oder ob er Krebs hat. Das heißt, wenn man die Ursachen kennt von diesen Erkrankungen, dann kann man diesen Weg gehen. Und dann wird man wieder ein komplett, ich sag mal so eins, das Tor zu einem neuen Leben aufstoßen, was man vielleicht so auch selbst noch nie erlebt hat. Und das ist Lebensqualität. Und das ist gerade das, was du, Felix, gerade jetzt, weil du es seit einigen Wochen erst umsetzt, gerade so anfängst so zu spüren. Ja, also so wie wenn der Winter jetzt, wenn der Schnee so langsam weggeht und so die Pflanzen langsam durchkommen, ja, also durch die Schneedecke, so muss man sich vorstellen, so beginnt das dann. Und jetzt fängt es an, irgendwann alles zu grünen, ja, alles zu blühen und dann geht das Leben los. Und so darf es jeder Einzelne auch erfahren, weil das ist das Geburtsrecht, was wir als Menschen haben. Gesundheit. Genau. Super, vielen Dank. Jetzt ist es so, ich habe ja schon, ich nehme mich jetzt auch, wie du sagst, nicht bewusst seit gestern oder seit jetzt einem Monat. Ich versuche das schon seit 2011. Und wie du sagst, es gibt halt tausend verschiedene Möglichkeiten. Es gibt dann machst du nur Fett, dann machst du kein Fett, dann machst du biologisch, ist alles gut, ganzheitlich. Es gibt ja so viele Namen auch für diese ganzen Wörter, vollmundig und so weiter. Aber was ist denn der große Unterschied bei der Leberreinigung oder bei der leberkonformen Ernährung? Ich kenne zum Beispiel die Darmreinigung, die ist relativ bekannt.
Darmreinigung sollte man jedes Jahr machen. Aber ich habe wirklich, bevor ich jetzt mich näher mit der Leber beschäftigt habe, ich habe da vorher noch nie was von gehört. Also, dass die Leber überhaupt so wichtig ist. Man weiß, okay, wenn man viel Alkohol trinkt, dann hat man eine schlechte Leber. Das ist so irgendwie allgemein Wissen. Aber darüber hinaus muss ich sagen, sind diese ganzen Sachen, die du sagst, komplett neu für mich gewesen. Ja, da Felix, da hast du leider recht. Im Prinzip, die Leber wird komplett umgangen. Das geht schon damit los, dass man sich ein Blutbild erstellen lässt und da scheinen die Leberwerte in Ordnung zu sein. Und dann glaubt man natürlich, dass die Leber in Ordnung ist. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt kein Messverfahren auf der Welt aktuell noch nicht, was genau die Leberwerte im Detail erklären kann, also ob die Leber wirklich richtig gut funktioniert oder nicht. Leider nicht. Also bei den meisten Menschen, und das ist bei über 90% aller Menschen auf dieser Welt der Fall, die haben eine Leber, die gestaut ist, die verfettet ist, die träge ist mittlerweile auch schon, die teilweise zu 30, maximal 35% nur noch ihres Potenzials abschöpfen kann. Das kann ich aber nicht in einem Blutbild sehen. Da sehe ich bloß, alles klar, der Gamma-GT-Wert ist ganz toll, der GOT-Wert, alles ganz tolle Werte und alles im Normbereich. Also kann ich schon mal die Leber nicht als Problem haben. Also muss ich irgendwo anders ein Problem im Körper haben. Also fängt man jetzt an, auf eine andere Route zu gehen und fängt dann an, eine Darmreinigung zu machen. Dann macht man jedes alles Mögliche. Man fängt an mit Sport und so eine Geschichten. Und ich sage, Leute, die Mehrheit aller Erkrankungen, die wir auf dieser Welt haben, haben als Ursprung eine erkrankte Leber, eine gestaute Leber, verfettete Leber und so weiter und so fort. Die Leber ist in meinen Augen ein unglaublich faszinierendes Organ und ich würde mal behaupten, auch wenn das muss auch jeder gleich damit zustimmen, das wichtigste Organ im Körper ist. Jedes Organ ist wichtig, keine Frage. Das Gehirn als Schaltzentrale, wir brauchen ein Herz, ist alles richtig, sonst hätte die Natur das ja auch nicht gebildet. Sonst hätten wir diese Organe ja nicht im Körper drin. Aber die Leber hat eine ganz zentrale Aufgabe. Muss ich mal vorstellen, die Leber ist ja im Körper das größte Organ. Außen ist es ja die Haut, im Körper ist es ja die Leber, auf der einen Seite. Dann hat die Leber eine zentrale Position vom ganzen Körper. Wenn die Mensch mal sieht, ist die Leber in der Mitte des Körpers. Kann auch nicht so viel bedeuten, ja, also kann auch ein Zufall sein, aber sie hat die meisten Aufgaben im Körper. Es gibt kaum ein anderes Organ, was mehr Aufgaben hat wie die Leber. Die Leber hat über 2000 Funktionen. Das ist Wahnsinn. Es ist ein faszinierendes Organ. Und ich behaupte immer so und sage, die Leber ist wie so ein Schutzorgan für alle anderen Organe. Wenn die Leber anfängt zu straucheln, dann werden auch die anderen Organe anfangen zu straucheln. Und das sind dann die Symptome, die entstehen. Und jetzt darauf zurückzukommen, was du sagst, was ist denn eine leberkonforme Ernährungsweise? Und da kann ich einen Satz ganz, es gibt viele Sachen, die wichtig sind, aber ich gebe einen ganz wichtigen Impuls jetzt hier auch hier raus, weil jeder soll ja auch was lernen und mitnehmen aus diesem Interview. Die meisten Menschen auf dieser Welt essen zu fetthaltig. Fett ist der Tod für die Leber. Zu viel Fett. Was ist denn zu viel Fett? Wenn wir uns mal die Ernährung anschauen am ganzen Tag, ja, über den Tag verteilt, dann essen wir morgens Fett, indem wir ein Brötchen essen, Brot darauf schmieren, vielleicht eine Wurst drauf machen oder Käse drauf machen. Fett mit drinne. Wenn ich das nicht schaffe, zu Hause zu frühstücken, fahre ich auf dem Weg ins Büro vielleicht an den Bäcker ran. Dann hole ich mir ein Croissant, besteht aus Fett. Dann fahre ich vielleicht ins Büro, trinke meinen Kaffee nebenbei, der hat noch Milch mit drin. Fett. Dann komme ich irgendwo morgen mal an, dann esse ich mal zwischendurch was, weil irgendeiner Geburtstag hatte. Dann esse ich mal da ein Stück Kuchen vielleicht oder einen Keks, Fett mit drinne. Ich gehe Mittagessen, da ist Fett mit drinne. Nachmittags esse ich irgendwo einen Snack, da ist Fett mit drinne. Abends esse ich auch was, zu Hause oder im Restaurant, Fett mit drin. Jetzt könnte man auch sagen, ja, aber das ist doch die normale Ernährung. Was ist denn da jetzt so falsch dran? Das Problem ist folgendes: Auf diese Fettmengen ist der Körper nicht eingestellt. Wenn wir mal zurückgehen in die Steinzeit zum Beispiel, in der längsten Epoche der Menschheitsgeschichte, bis dann die nächste Epoche kam, da haben wir uns am längsten aufgehalten. Und in dieser Zeit haben wir relativ wenig Fett gegessen. Wir haben Fleisch gegessen alle 2, 3 Monate, weil die Jagd nicht immer erfolgreich war, auf der einen Seite. Und dieses Fleisch, was wir da gegessen haben damals, das war ja so gut wie fettfrei. Da haben wir 1% Fett drin gehabt. Das heißt also, die Tiere waren ja selbst auf der Flucht ständig. Das heißt, sie waren trainiert, hatten also nur 1% maximal an Fett. Ansonsten waren wir zu 80, 90% Pflanzenfresser damals in der Steinzeit. Und die Pflanzen haben kaum Fett gehabt. Wir haben mal vielleicht zwischendurch ein paar Nüsse gegessen, ein paar Samen gegessen. Wir haben auch mal einen Fisch gegessen, sowas alles. Aber das waren ja in geringem Maße Fettanteile. Die Leber hat damals kaum was zu tun gehabt, weil eine Aufgabe der Leber ist es nämlich, wenn wir Fette essen, Gallensäure zu produzieren, um die Fette aufzulösen. Und damals haben wir vielleicht, da ist die Leber am Tag ein- oder zweimal angesprungen, um Gallensäure zu produzieren. Heute, bei einem normalen Menschen, springt die Leber 5, 6, 7, 8 Mal am Tag an, um Gallensäure zu produzieren, damit die Fette, egal ob es gute Fette sind, Olivenöl, Kokosöl oder schlechte Fette,
Ja, also Transfettsäuren zum Beispiel, wie auch immer. Das ist der Leber völlig egal. Wenn Fett reinkommt, dann muss es zersetzt werden. Es muss Gallensäure produziert werden. So. Das heißt also eine riesen Herausforderung. Darauf ist die Leber überhaupt nicht eingestellt in dieser hochtoxischen Welt. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn wir viel Fett essen, was in meinen Augen ja viel Fett ist, zu jeder Mahlzeit Fett, dann wird das Blut dicker. Und wenn das Blut dicker wird im Körper, dann haben wir drei große Probleme. Erstens, der Körper fängt an zu übersäuern. Das ist der erste Punkt. Wenn das Blut dick wird, dann haben wir übersäuertes Blut, sauer. Und das ist der ideale Nährboden für Krankheitserreger, weil die Krankheitserreger brauchen als Nährboden ein saures Milieu. Das haben wir dann. Erster Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn das Blut dicker ist, dann kommen weniger Nährstoffe durch. Die kommen schlecht durch. Das Fett ist wie so ein Wächter. Das steht dann da, wie so mit so einer Lanze. Ja, und das kommt zum Beispiel jetzt Sauerstoff an und dann fragt der Wächter, wo willst du hin? Na, ich will hier durch. Nee, heute nicht. Ja, es kommt zwar Sauerstoff durch, aber schlecht. Aber die Organe brauchen ja Sauerstoff. Die Organe brauchen Mineralstoffe, also Nährstoff an sich. Und die kommen schlecht durchs dicke Blut durch. Also natürlich wird es die Gesundung verhindern oder behindern. Und wir fühlen uns teilweise auch müde. Das ist auch so ein Punkt davon. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das ist der Hauptpunkt. Wenn das Blut zu dick ist, dann kann die Leber schlecht entgiften. Damit die Leber entgiften kann, muss das Blut dünn sein. Und deswegen ist die erste Maßnahme von den Menschen, von den Kandidaten, von den Teilnehmern, die in die Akademie kommen oder ins 1:1-Coaching kommen, dann sage ich immer, Leute, das Allerwichtigste erstmal, die Fette reduzieren. Und zwar um mindestens 50%. Also wenn du dir das jetzt anschaust, das Video, und also ich spreche mal zu den Zuschauern jetzt, ne? Wenn du das Video jetzt anschaust und du überlegst jetzt gerade, okay, wo könnte ich denn Fett reduzieren? Bring ich mal ein Beispiel. Nimm mal an, du isst am Tag eine Handvoll Nüsse. Nüsse sollen ja gut sein, aber Nüsse haben auch ein kleines Problem, sie enthalten viel Fett. Wenn du eine Handvoll Nüsse isst, dann isst doch am Tag nur eine halbe Handvoll Nüsse. Und den restlichen Anteil, den du dort an, meinetwegen an Kohlenhydraten oder generell an anderen Nährstoffen nicht aufnehmen kannst, nimmst du über andere Produkte auf, die kein Fett enthalten. So, das heißt also, du hättest jetzt da 50% der Fette reduziert. Es geht nicht darum, jetzt auf eine Diät zu gehen, ja, und dadurch weniger zu essen. Es geht darum, die Fette bewusst zu meiden, also quasi runterzufahren. Es geht nicht darum, die auf Null zu fahren. Es geht darum, die Fette zu reduzieren, sodass das Blut wieder dünner wird. Und alleine schon dieser Effekt bringt eine leichte Erholung für die Leber. Und das ist so einer der Punkte, was so eine leberkonforme Ernährung eigentlich ausmacht. Jetzt hast du gerade diese Fette angesprochen. Es gibt gute Fette und weniger gute Fette. Und du hast Olivenöl, Kokosöl genannt. Butter ist ja etwas, von dem sehr viele schwärmen. Ich höre das immer wieder bei anderen Ernährungsexperten. Butter, da kannst du richtig viel nehmen. Butter und gemischt mit allem Möglichen eigentlich. Was ist denn deiner Meinung nach der Unterschied zwischen guten Fetten und weniger guten Fetten? Also wenn es bei Pommesbude, Pommes essen, ist ja mit Mayo wahrscheinlich nicht so gut wie vielleicht Ja. Olivenöl. Hast du da einen Unterschied oder von der Menge macht das was aus für die Leber? Also erst einmal natürlich klar. Es ist immer entscheidend natürlich, wie viel Fette isst man an sich. Und wie schon gesagt, der Leber ist es egal, ob das gute Fette sind oder ob das schlechte Fette sind. Wo unterscheiden sich jetzt diese? Gute Fette sind Fette, wo keine Krankheitserreger sich davon ernähren können. Was meine ich damit? Wenn wir Milchprodukte konsumieren, und das ist egal, was für Milchprodukte, ob wir dort richtig gute Heumilch nehmen, hoch Bio, hoch 10, ja. Ob wir dort einen Bio-Käse essen, ob wir dort irgendwo, als Beispiel Butter, ja, auch wenn sie hoch biologisch verwertbar und ganz toll ist und was nicht alles, das sind Produkte, von denen sich Krankheitserreger ernähren. Und die meisten Menschen auf dieser Welt haben Krankheitserreger. Wir können darüber gerne nachher nochmal sprechen, wodurch eigentlich Krankheiten entstehen. Und ein großer Anteil sind Krankheitserreger, die wir in uns haben, die wir also aufnehmen jeden Tag. Das können also jetzt Pilze, Schimmel, Keime, Bakterien, Viren, alles Mögliche an pathogenen Keimen, die nehmen wir auf jeden Tag. Und diese Erreger brauchen Futter. Und sie ernähren sich unter anderem von Milchprodukten. Und das ist zum Beispiel, deswegen ist Butter natürlich für jemanden, der gesund werden möchte, nicht gut. Auch wenn es ein Bioprodukt ist. Es geht nicht darum, dass die Qualität dieses Produktes schlecht ist. Das ist gut. Das Problem ist nur, wenn ich Krankheitserreger im Körper habe, die dazu geführt haben, dass ich krank wurde, dann ist natürlich die Butter der Nährstoff für diese Erreger. Und ich werde die Erreger niemals aus dem Körper rauskriegen, wenn ich die auf diese Milchprodukte nicht verzichte. Und jetzt natürlich ist klar, muss man schauen, was hat derjenige für eine Erkrankung. Dann gehen wir ganz genau dort rein. Da wird ja alles ganz genau analysiert in unseren Gesprächen. Und dann sagen wir auch ganz genau, was die Ursache einer Krankheit ist.
Da sind wir schon mal erstmal einen ganz großen Schritt weiter, weil viele natürlich nicht wissen, was ist die Ursache meiner Erkrankung. Das heißt, sie gehen zum Spezialisten, lassen sich aufklären, der sagt, sie haben die Diagnose, das ist also ihr Symptom oder ihre Erkrankung. Und wenn man jetzt fragt, ja, wie entsteht denn das? Wodurch habe ich das bekommen? Tja, das wissen wir eigentlich auch nicht. So, und das ist schade natürlich. Und damit nimmt man den Menschen jegliche Hoffnung. Ja, und deswegen, das wird in unserem Gespräch natürlich gemacht. Da wird gesagt, was ist die Ursache davon? Und dann kann man das angehen. Und dann fängt man natürlich an, eben halt diese Fette zu reduzieren und dann zu schauen, was sind denn überhaupt gute Fette? Und von einem Olivenöl oder einem Kokosöl kann sich kein einziger Erreger ernähren. Ja, von Rapsöl, von Milchprodukten zum Beispiel schon. Ja, die sind gentechnisch teilweise verändert. Davon können sich Erreger super gut ernähren und von Milchprodukten sowieso. Mal abgesehen davon, dass Milchprodukte den Körper übersäuern. Das kommt ja auch noch mit dazu. Ja, also der Nährboden, der saure Nährboden ist dann auch wieder gegeben für die Erreger und damit wurden für die Erreger zwei Fliegen eigentlich mit einmal abgearbeitet. Und zwar, sie brauchen zwei Bedingungen, damit sie überleben können im Körper. Ein saures Milieu und sie brauchen Futter. Wenn diese beiden Sachen gegeben sind, geht der Erreger nie wieder aus dem Leben, aus dem Körper raus. Und dann werden wir auch die Erkrankung niemals loswerden. Das ist der Boah, Unterschied. und hast du gehört, das ist unglaublich. Du ziehst ja bald nach Asien, hast du vorhin gesagt. Da hast du ja der Vorteil, dass die weniger diese ganze Käse- und Milchgeschichte machen, das irgendwie schon drin haben. Hast du da mal geschaut, warum ist das so gängig hier? Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich solche Sachen höre, weil irgendwo denkt man so, wenn man jetzt hier so schaut, es ist so viel Wissen da in dieser Welt und es ist so viel Experten gibt es. Aber irgendwo ist alles durcheinander. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und wenn ich leberkonforme Ernährung machen will, 90% der Dinge kann ich ja gar nicht essen. Oder Ja. wie hast du mal geschaut, wo kommt das her, dass das plötzlich so, waren die Menschen einfach so, okay, da war die Steinzeit, dann gab es alles und wir haben einfach alles gegessen, ohne zu hinterfragen. Und jetzt ist erst die Zeit, wo wir wirklich auswählen können. Sind wir gerade so einer spannenden Zeit, weil das ist ja wirklich phänomenal, wenn wir jetzt dieses Wissen plötzlich kriegen und anwenden und dann wirklich gesund werden. Das ist ja dann zum ersten Mal seit X Jahren der Fall. Ja. Also man muss dazu sagen, da hast du wirklich recht, Felix, man muss dazu sagen, wir sind in einer Welt angekommen, wo eine Krankheit schon zur Normalität gehört. Also die Krankheiten werden zum Status quo. Und das ist eigentlich das Erschreckende an der ganzen Geschichte. Das heißt also, es wird schon als normal hingenommen. Wenn du mit 50 Jahren keine Erkrankung hast und keine Medikamente nimmst, dann wirst du schon komisch angeschaut. Ja? Dabei hat jeder Mensch das Recht, wirklich gesund zu sein. Und zwar hat jeder Mensch, der in die Wiege gelegt wird, ja, als kleines Baby, auch in die Wiege gelegt bekommen, ein riesengroßes Paket Gesundheit. Jetzt muss ich fragen, was macht man daraus? Und leider aber, und da ist es tatsächlich so, ist eine riesengroße Verwirrung draußen zum Thema Ernährung. Wie sollte ich mich denn wirklich ernähren? Mache ich das? Mache ich das? Es gibt ja hunderte von Ernährungsphilosophien, denen man nachgehen könnte. Und ich sag mal so, weil du fragtest jetzt, ist das denn so anders wie früher? Also in der Steinzeit haben wir keine Milchprodukte zu uns genommen, wo wir gerade von Milchprodukten gesprochen haben. Weil viele mal sagen, ja Marcel, aber ohne Milchprodukte, da ist ja Kalzium drin, da können wir ja gar nicht überleben. Wir brauchen ja das Kalzium, damit die Knochen und so weiter und so fort. In der Steinzeit, in der längsten Zeit der Menschheitsepoche, bis dann die nächste Epoche eingeleitet wurde, da haben wir keine Milchprodukte zu uns genommen. Es war nicht möglich gewesen, einen Mammut zu jagen und es zu melken. Es war die Vorstellung schon davon, ja. Es war nicht möglich gewesen, einen Säbelzahntiger zu jagen und ihn zu melken. Das hätte man mit dem Leben bezahlt. Das heißt, man kam nicht ansatzweise auf die Idee, das eben umzusetzen. Aber was ist dann passiert? Wir waren ja damals in der Steinzeit Nomaden. Wir sind also von einem Fleck zum anderen gelaufen, gewandert. Wir waren ja nirgendwo sesshaft. Bis irgendwann die Ersten sagten, ach, wisst ihr was, wir wandern hier das ganze Leben lang durch die Weltgeschichte. Wir bleiben jetzt mal hier. Und dann hat man eine Stätte aufgemacht. Das heißt also quasi, das war ein Platz, wo man dann sagte, hier bleibe ich bis zum Ende meines Lebens. Und dann ging es ja erst los mit Ackerbau und Viehzucht. Das heißt, dann hat man wilde Tiere gezähmt und dann kamen die ersten Leute auf die Idee, Menschenskinder, was ist das für ein weißes Getränk hier? Vielleicht können wir daraus was machen. Und damit gingen die Probleme los. Also es fing dann damals an und jetzt mittlerweile ist es aber in der heutigen Zeit so stark, es hinterfragt kein Mensch mehr. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden, die ersten 20 Jahre meines Lebens und das war das schönste Leben, was ich mir hätte vorstellen können. Es war super. Wir haben fast alles, wir mussten nichts einkaufen, wir haben alles selbst gehabt. Ja? Also ob es Kartoffeln waren, ob es Gemüse waren, ob es jetzt Eier waren, ob das jetzt Fleisch war. Milch, wir hatten selber Kühe gehabt, das heißt, meine Oma hat selber Butter gemacht. Wir haben ja alles da gehabt und ich hätte niemals, wäre ich auf die Idee gekommen zu sagen, das ist doch schlecht hier. Mensch, die Kühe sind doch auf der Weide, was Besseres gibt's doch gar nicht. Und jetzt kommt ein ganz schlimmer Spruch. Meine Frau, wenn die das immer hört, haut die sofort ab. Die Menschen hinterfragen gar nicht, was ist denn eigentlich Milch?
Man trinkt das weiße Zeug und sagt sich, das ist doch, also Milch, das ist doch toll. Milch ist nichts anderes wie ein Drüsensekret eines trächtigen Tieres. Das ist Muttermilch eines Tieres, was wir da zu uns nehmen. Und die Muttermilch eines Tieres ist nicht abgestimmt auf den Körper des Menschen. Das heißt, das, was da drin ist, ist für ein Tier gut, aber doch nicht für einen Menschen. Ein Mensch selbst würde gar nicht auf die Idee kommen, zum Nachbarn zu gehen und zu sagen, ach, guck mal hier, liebe Lieselotte, ich habe hier übrigens einen Käse, der ist von meiner Frau, die ist nämlich gerade schwanger, und die hat aus ihrer eigenen Muttermilch einen schönen Käse gemacht, koste doch den mal bitte. Da würden wir uns übergeben. Aber wir essen die Muttermilch eines Tieres. Muss man sich mal vorstellen, ja? Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was das wirklich so umsetzt. Wie schlau wir doch sind, ja? Aber letzten Endes machen wir uns damit kaputt. Das ist nicht die Ernährung, die wir haben wollen. Das ist nicht eine, das hat mit leberkonform überhaupt nichts zu tun. Das heißt natürlich, es stellt keiner in Frage. Das ist die eine Seite. Die andere Seite natürlich, wir haben riesen Lobbys draußen. Wir haben riesen Lobbys draußen. Und wenn du Geld hast, dann kannst du natürlich Studien bezahlen. Und die Information, also quasi das, was rauskommen soll, steht ja vorher schon fest. Ja, und dann werden einige Forscher natürlich engagiert und die fangen natürlich an zu forschen, wo ist dieser Vorteil von einem Milchprodukt? Was können wir dann da rausziehen, was gut ist? Und da wird ein Punkt genommen und dieser wird über Jahre, Jahrzehnte dann durchs Dorf getrieben, diese Idee. Und die wird dann angenommen und kein Mensch hinterfragt diese Geschichten mehr, ob das gut oder schlecht ist. Und natürlich, und das würde ich gar nicht bestreiten, ich habe viele Diskussionen mit Menschen, die sagen, ja, Marcel, das stimmt doch gar nicht, ich bin 40 oder ich bin 30, ich habe seit 30 Jahren esse ich Milchprodukte, ich habe gar nichts, weder Hautprobleme noch irgendwas. Ich sage, ja, dann ist deine Leber noch in Ordnung. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo auch sie gestaut ist, wo auch sie irgendwann nicht mehr kann. Und dann kommen die Symptome. Und ich habe ja diese Menschen bei mir in den Coachings drin, die sagen, Marcel, ich hätte das vor 20 Jahren niemals mir vorstellen können, dass das so schlecht ist, meine Ernährung. Ich komme ja selber aus dem Fitnessbereich, sagen die dann auch. Aber irgendwann haben sie keine Energie mehr. Ja, der erste Hautausschlag ist da. Die erste Erkrankung kommt, wo sie sagen, Mensch, Marcel, ich mach doch Sport. Ich ernähre mich doch gesund. Ich sage, ja, das ist das, was augenscheinlich nach außen hin Gesundheit bedeutet. Aber das ist, hat mit Leberkonformheit oder generell mit einer leberkonformen Ernährungsweise nichts zu tun. Der Mensch wird irgendwann dann krank werden, wenn die Leber gestaut ist. Und das ist das Bild, was wir da derzeit aktuell haben und wo ich sage, das ist eigentlich traurig, dass wir das als Status quo mittlerweile sehen, dass der Mensch eigentlich, dass es kaum noch gesunde Menschen gibt. Wir haben mittlerweile schon auf der ganzen Welt über 80% aller Menschen, die mindestens also ein Symptom haben oder eine Erkrankung haben. Und das Lager von den Menschen, die noch gesund sind, wird immer kleiner. Immer mehr Leute wechseln unfreiwillig auf die andere Seite rüber. Wollen das ja gar nicht. Aber sie wissen nicht, ja, ich mache da irgendwas falsch. Aber, oder habe ich vielleicht schlechte Gene? Es hat mit Genen überhaupt nichts zu tun. Genau wie mir erzählt wurde damals, ja, also dein Cholesterinspiegel, du machst ja schon Sport, du ernährst dich ja gesund, das kann ja nur genetisch der Fall sein. Das war keine Genetik. Es ist ganz normal die Leber. Ja, und wenn man das einmal annimmt und sagt, okay, ich gehe jetzt mal diesen Weg, weil der hört sich ja plausibel an. Und ich gehe die ersten Schritte, so wie du es gemacht hast gerade, Felix, oder deine Mutter und dein Bruder, wie die es schon vor Monaten gemacht haben, die haben ja eine Heilung erfahren. Das ist ja für viele unvorstellbar, dass sowas funktioniert. Und das nicht mit irgendwelchen Kapseln oder mit irgendwelchen Pulverchen, sondern tatsächlich mit richtiger, reiner, lebendiger Nahrung. Keine Industrienahrung, lebendige Nahrung. In einer bestimmten Konstellation und Kombination eingenommen, werden die natürlich das Wunder dann im Körper bewirken. Phänomenal. Auf jeden Fall, ich bin voll bei dir. Jetzt haben wir einen Punkt, und das höre ich immer wieder, wenn ich auch darüber rede. Aber ich bin anders oder ich bin individuell und ich habe da einfach Hunger drauf und ich brauche das jetzt. Also ganz häufig höre ich, ich brauche das jetzt. Ich brauche einfach die Schoko, ich brauche den Wein oder alle die Zigarette oder halt das Brot oder diesen Croissant am Morgen. Und wie siehst du das? Dieser individuellen Punkt. Also gibt es diese Individualität, dass man wirklich sagt, okay, das ist mal so, aber es gibt ja auch dann noch, es gibt ja 10% oder weiß ich, 5% sind ja verfügbar. Siehst du da dann noch so ein individuelles Muster für die Menschen? Aber von den 90% würdest du einfach sagen, okay, Milch ist einfach nichts. So. Oder zu viel Fett ist einfach nichts. So, manche Sachen kann man kategorisch einfach mal ausschließen und manche sind individuell oder wie ist da so deine Einschätzung? Ja, auch eine sehr gute Frage, lieber Felix. Also, jetzt erstmal ist es wichtig zu wissen, jeder Mensch ist individuell. Jeder Mensch denkt anders, ja, jeder Mensch hat andere Gefühle zu einem bestimmten Thema und das lässt sich auch nicht in Formate pressen. Gar keine Frage. Viele Sachen sind dann mittlerweile eine Gewohnheit geworden. Also man fängt dann, wenn man den Wein mal nehmen zum Beispiel, ja, man trinkt dann halt regelmäßig ein Wein und das ist dann irgendwann eine Gewohnheit. Der Körper gewöhnt sich daran und man kann sich gar nicht vorstellen, das wegzulassen. Das ist genauso, wenn ein Sportler sagt, Mensch, ich gehe dreimal, viermal die Woche joggen morgens.
Ja, und das macht er über ein halbes Jahr lang, über ein Jahr lang. Immer viermal die Woche geht er laufen. Das ist wie ein Uhrwerk, ja. Und das sagst du zu ihm, pass mal auf, jetzt gehst du mal 3 Wochen lang gar nicht. Das ist für ihn wie eine Tortur. Er sagt, du, ich muss raus, ich brauche das, ist für mich, ob das nur gut oder schlecht ist, dahingestellt. Aber es ist für ihn eine Routine, die er ausgeprägt hat, ne? Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir an, zum Beispiel, viele sagen, Marcel, ich habe immer Hieber auf Süßes. Ich brauche immer abends, wenn ich auf der Couch sitze, brauche ich meine Schokolade. Ich brauche das Süße und so weiter und so fort. Das kann ich nicht. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Jetzt steigen wir mal hinter die Kulissen. Warum hat man Hunger auf Süßes oder Hieber auf Süßes? Der Hintergrund ist was ganz anderes. Das hat mit Disziplin nichts zu tun. Da muss ich mich disziplinieren und sagen, jetzt lasse ich mal die Schokolade weg. Der Körper hat recht. Der Körper schreit ja nach etwas. Das heißt, der Körper spricht ja mit uns jeden Tag. Was möchte er haben? Der möchte Zucker haben. Aber nicht den Zucker aus der Schokolade, das kann er uns aber nicht sagen. Er sagt bloß, ich habe jetzt Heißhunger und zwar auf Süßes. Also denk in erster Linie an Schokolade. Also greife ich zur Schokolade, ich merke, das befriedigt mich in dem Sinne. Letzten Endes ärgere ich mich wieder, weil ich sage, ach, jetzt hast du wieder Schokolade gegessen, jetzt hast du bestimmt wieder zugenommen, wolltest du eigentlich gar nicht, so ein Mist. Aber dieses Gefühl, diese Sucht, die ist größer, als im Nachhinein quasi dann zu sagen, ach Scheiße, habe ich wieder gegessen, wollte ich eigentlich gar nicht. So. Der Körper aber, um da weiterzugehen, der möchte Zucker haben, aber nicht aus Schokolade, sondern der möchte hoch bioverfügbaren Zucker aus Obst haben. Wenn du, also wenn du jetzt das dir anschaust, lieber Zuschauer, und du hast das Gefühl, ja, ich habe auch diesen Hieber ständig auf Süßes, dann kannst du ausgehen davon, dass im Hintergrund in deinem Körper die Reserven für hochwertige Glucose, Zucker, dass sie im Defizit sind, dass sie im Keller unten sind. Dadurch schreit der Körper immer nach Zucker. Wenn du jetzt anfängst und sagst, pass auf, okay, ich minimiere jetzt mal die Schokolade und im Gegenpart dazu esse ich jetzt mehr Obst. Wenn jetzt jemand fragt, wie viel soll es denn sein, also viel du essen kannst. Du kannst davon nicht zu viel essen, ja, davon mal abgesehen. So, nur wichtig, nicht in Verbindung mit Fett. Obst immer getrennt essen, ganz entscheidend. Ja, das ist ja auch so eine leberkonforme Ernährungsweise, was ich ganz genau erkläre. Und wenn du jetzt über mehrere Wochen Obst isst, viel Obst ist, dann wird der Zuckerspiegel, der Glukosespiegel, die Reserven werden angehoben. Und ab einem bestimmten Level wird der Schalter umgelegt und du hast keinen Appetit mehr auf Süßes. Du isst keine Schokolade mehr, du würdest keine Gummibären essen. Ich habe früher mit 16, 17, 18 Jahren, habe ich jeden Tag, ist kein Witz, jeden Tag eine Tüte Gummibären gegessen. Weil ich keine Schokolade, nichts anderes Süßes. Das war das Einzige, was ich gegessen habe. Ich habe mir zu Weihnachten als Kind, habe ich mir Gummibärentüten gewünscht. Der Rekord waren 22 Tüten zu Weihnachten, hatte ich gehabt. Ein Riesenberg mit Gummibären. Die habe ich auch gegessen, natürlich, logischerweise dann im Laufe der nächsten Tage dann. Innerhalb von einem Monat waren die weg. So, also das war meine Sucht von Zucker, die ich hatte. Und das heißt, wenn du das ähnlich verspürst, dann solltest du nur auf der anderen Seite einfach mehr Obst essen und du wirst merken, das kann nach einem Monat sein, das kann auch noch anderthalb oder 2 Monaten sein. Dann sagst du dir, hä, ich habe seit 2 Wochen keinen Hunger mehr auf Schokolade, das ist ja ein Ding. Aber du hast Hieber auf was? Auf gesunde Lebensmittel, auf lebendige Lebensmittel. Du willst auf einmal in was Saftiges reinbeißen, in einen Apfel zum Beispiel. Du willst eine Orange essen, ja. Du willst das mal spüren, wie der süße Saft durch den Hals runtergeht, ne? Dieses frische Fruchtfleisch, du willst eine Melone essen. Da sagst du dir, ich habe doch noch niemals so viel Obst gegessen. Wie kann mein Körper jetzt so wild nach diesem Obst sein? Na, weil er danach schreit, weil das für ihn die Heilung ist, weil das für ihn Nährstoffe sind, die in den Körper rein sollten, damit er heilen kann. Und auch dann, wenn du gesund bist, eben dafür sorgen kann, dass du immer gesund bleibst. Das ist ja einer der Gründe, warum man da nicht mehr krank wird. Ich sage immer eins, ohne Obst ist keine Heilung möglich. Und das aber um den Hintergrund zu nennen. Deswegen, also so sieht es dann aktuell aus. Genau. Ja, ich habe das gehabt mit Chips und mit Erdnüssen und alkoholfreiem Bier. Ich habe es echt lange gemacht. Das war so eine Routine geworden. Und das abzulegen, das, ich habe auch so, da hat man, habe ich so ein Gefühl von so, boah, jetzt sink ich in den Sofa oder so, ne? Bei Käse habe ich das auch. Und damals, als ich noch gekifft habe, hatte ich das auch. Oder mehr Alkohol getrunken. Also, so, und dann habe ich mich selber hier gefragt, okay, wo kommt das denn her, Felix? Wieso hast du das? Und was ist das Problem? Und bei mir war es wirklich so, es war die Annahme der Leichtigkeit. Also ich musste es annehmen, mich so leicht zu fühlen. Also ich, so also den ganzen Tag über, weil ich habe, seitdem ich das mache morgens, ich fühle mich nicht besser als danach. Und dann kommt das Mittagessen und dann esse ich manchmal noch normal und dann bin ich auch so, boah, manchmal war ich 2 Stunden, letzten 2 Wochen. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert, ey? 2 Stunden saß ich da im Sessel nach oder im Stuhl hier und dachte, boah, fühle ich mich platt. Und ich habe dann, was ich gesagt habe, ich habe mir gesagt, ich genieße die Leichtigkeit. Einfach als Affirmation für mich. Und seitdem
trainiere ich das in mir, ich genieße die Leichtigkeit. Und was ich jetzt gemacht habe, ist auch ein Tipp von dir. Ich habe mittags esse ich jetzt manchmal einfach Müsli. Müsli mit Obst. Und ich fühle mich danach leicht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach sein kann, aber manchmal ist es so einfach. Und was ich glaube, was bei mir ist, oder das sagt auf jeden Fall auch meine Mutter, was sie so spürt, da ist so eine Fettsucht. Also diesen Hunger auf Zucker hast du gerade erklärt. Ist das bei Ja. Fett auch so? Haben wir oder haben viele von uns eine Fettsucht? Ja. Fett ist ja, was viele wissen, als allgemeine Antwort immer, ist ja ein Geschmacksträger. Das heißt also, das ist ja im Essen, wenn wir das haben, natürlich, das gibt den nochmal einen richtigen vollmundigen Geschmack. Was läuft dahinter ab? Es gibt tatsächlich sowas wie nur eine Fettsucht, weil wenn wir Fette essen, wird nicht nur Gallensäure produziert, um die Fette aufzulösen, sondern es wird auch Adrenalin produziert. Das Adrenalin wird von den Nebennieren produziert, damit das Blut dünner wird. Denn der Körper weiß, dass es eine Riesenaktion auf ihn zukommt und Fett ist immer ein Hindernis auf dem Weg zur Heilung. Also wird Adrenalin produziert. Adrenalin ist wie eine Droge. Ja, also bestes Beispiel Kaffee. Wir trinken Kaffee und da ist Koffein drin. Wenn Koffein in den Körper reinkommt, bekommen die Nebennieren sofort ein Alarmsignal und fangen an, Adrenalin auszuschütten. Das heißt, der ganze Körper wird geflutet mit Adrenalin. Und das ist der Effekt, den wir haben, wenn wir Kaffee trinken und danach wach sind. Wach sind wir ja nicht durch den Kaffee. Wach werden wir, weil die Nebennieren Adrenalin ausschütten. Und das macht den Wacheffekt. Und genau das Gleiche passiert zum Beispiel beim Fettessen. Wenn wir Fett essen, dann wird Adrenalin ausgeschüttet. Das ist dann wie eine Droge und wie eine Sucht. Also wollen wir weiterhin natürlich dieses vollmundige Essen. Das heißt, dieses Adrenalin wird sich verbinden mit dem Fett natürlich logischerweise, mit dem Gefühl, ich möchte was Vollmundiges essen. Und das wird dann zur Sucht. Ganz normal. Und das wird man auch im Laufe der Zeit ablegen, tatsächlich, weil wenn man die Fette reduziert und irgendwann also nächsten Schritt geht und sagt, jetzt mache ich mal eine Leberentgiftung. Na Menschenskinder, da bin ich mal ganz gespannt drauf, was da passieren wird. Da passiert der Quantensprung für die Menschen. Das heißt also, hier machen sie den riesen Sprung, weil nach einer Leberentgiftung haben sie auch immer das Gefühl, die machen sich einen Kaffee, weil sie vorher immer Kaffee getrunken haben. In der Leberentgiftung gibt es keinen Kaffee. Dann wollen sie einen Kaffee trinken, trinken den auch und auf einmal schmeckt der nicht mehr. Das beste Beispiel ist meine Frau. Meine Frau hat früher mal Wein getrunken, nicht jeden Tag, ab und an. Schön Roséwein und so weiter und so fort. Ja, ich habe dann so ein Weinglas genommen, habe Kokoswasser reingekippt mit einem Strohhalm drin, habe das getrunken. Meine Frau hat dann ein Rosé getrunken als Beispiel. So, dann hat sie die allererste Leberentgiftung gemacht und dann kam Folgendes. Danach wollte sie wieder Wein trinken und der hat nicht geschmeckt. Da hat sie gedacht, die Flasche, der Wein ist schlecht. Hat eine neue Flasche aufgemacht, der schmeckte genauso schlecht. Und seitdem trinkt sie nie wieder Alkohol. Sie sagt, der schmeckt nicht mehr. Du hast mir das Gefühl versaut, ja, dass ich mit Wein ein gutes, tolles Gefühl habe und mich zurücklehnen kann, entspannen kann, na, wie es halt bei Weingenießern halt so ist. Ja. Und das ist das ganz Tolle. Das heißt, durch eine Leberentgiftung werde ich wie resettet. Ich werde auf Werkseinstellung zurückgesetzt und der Körper möchte Gesundheit haben. Er möchte gesunde Sachen. Und das sagt er denn auch. Das heißt, er spricht ja mit uns jeden Tag. Und dem Gefühl darfst du tatsächlich dich hingeben. Du darfst also quasi in der Leichtigkeit sein. Das ist dann das, was du erzählt hast. Und du wirst merken, eins kommt zum anderen. Und immer weiter gehen wir aus dem Tal der Tränen höher und werden dann irgendwann komplette Gesundheit haben. Und das wollen wir ja alle, denke ich mal. Auf jeden Fall. Wie stehst du jetzt zu dem Weg? Also viele sind wahrscheinlich, ich weiß, viele Zuschauer sind schon ein bisschen älter auf diesem YouTube-Kanal, 50 plus, manche sind vielleicht 35, 65 sind einige. Ich sehe ja manchmal in den Statistiken, wie alt ihr seid, die hier zuschaut. Wenn man jetzt schon so ein paar Jahre gelebt hat und ich weiß ja, wir sehen das ja an den Zahlen und wenn man rausgeht, dann sieht man es ja auch, dass viele Menschen keinen großen Wert auf Ernährung legen und auch viele einen Wert auf Ernährung legen, aber dann halt viel das Wissen einfach gar nicht haben. Ist es irgendwie zu spät irgendwann? Kann man immer noch was machen, egal wie alt man ist? Lohnt es sich, das nochmal umzustellen? Was meinst du? Ja, also das Schöne ist ja, der menschliche Körper ist ja in meinen Augen ein Wunderwerk. Und das Interessanteste an der ganzen Sache ist Folgendes, er ist niemals nachtragend. Also egal wie viele Jahre, Jahrzehnte wir dem Körper Schlechtes angetan haben, indem wir geraucht haben, wir haben Alkohol getrunken, wir haben Kaffee getrunken, ich könnte ja alles Mögliche machen, wir haben die Nächte durchgemacht im Prinzip, wir haben nur Fastfood gegessen. Das ist ja das Schlimmste, was ich einem Körper auf Dauer ja antun kann. Neben den Giftstoffen, da können wir nichts dafür, die wir so aufnehmen. So, das heißt also, der Körper hätte allen Grund dazu, uns natürlich für den Rest des Lebens zu sagen, weißt du was, du kannst mich mal, jetzt werde ich mal ganz schnell krank und wir werden uns ganz schnell mal von diesem Planeten verabschieden. Das macht er aber nicht. Der Körper ist immer auf unserer Seite, egal was wir für eine Erkrankung haben und egal wie alt wir sind. Ich habe Teilnehmer in den Coachings, die sind 75, 78, 80 Jahre alt. Die kommen zu mir ins Coaching. Mit sechs, sieben verschiedenen Krankheiten, nehmen dafür acht, neun, zehn verschiedene Medikamente ein
Und 3 Jahre später, mit 83 Jahren, haben sie nichts mehr. Sie fühlen sich wie 40, 50-Jährige, so nach den Aussagen von den Personen. Und sie sagen, Marcel, wir waren noch nie, meine Frau und ich waren noch nie so aktiv wie jetzt. Und das mit 83 Jahren. Wir machen Fahrradtouren ohne E-Bike. Mit Muskelkraft fahren wir fast jeden Tag. Das war vor 3 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Da konnten wir aus dem Haus nicht mehr raus. Für uns war selbst das Einkaufen war eine Tortur. Jetzt sind wir voller Lebensfreude, nehmen keine Medikamente mehr, wir sind kerngesund, wir haben nichts. Und die Ärzte staunen immer und sagen, ja, wie kommt denn das? Um die Frage zu beantworten, dem Körper ist es egal, wie alt er ist. Ob er jetzt 20 ist oder ob er 80 ist oder 90 ist, das ist völlig egal. Wenn du dem Körper die richtigen Bausteine gibst, dann fängt er in dem Moment an mit der Heilung. Du musst nur wissen, was sind die richtigen Bausteine? Und wenn man nach dem geht, was draußen erzählt wird, das kann niemals funktionieren, im Leben nicht funktionieren. Und das Schöne ist eins, ich kann das ja so offen besprechen und ansprechen auch. Wenn du Tausende von Menschen geholfen hast, gesund zu werden, dann erzählt ja kein Mensch mehr was. Dann sagst du dir, du musst ja diesen Weg nicht so gehen. Du musst ja nicht leberkonform leben. Geh doch deine Philosophie einfach weiter. Ist doch kein Thema, ja? Aber ich sehe, wenn Menschen krank sind, und ich habe ja hauptsächlich nur kranke Menschen in meinen Coachings, mal abgesehen von vielleicht von Leistungssportlern, die auch natürlich da das Potenzial noch mehr rauskitzeln wollen, was sie haben. Aber zu 98% habe ich nur kranke Menschen in meinen Coachings und die werden alle wieder gesund. Also es kann nicht alles so falsch sein, was wir hier erzählen, von der Seite her, ja? Genau. Jetzt hast du gerade verschiedene Bausteine erwähnt und einer ist ja der Selleriesaft. Und ich habe da so ein tolles Reel, also ein kleines Video, Kurzvideo von dir gesehen, wie du so geschwärmt hast, dass du sagtest, boah, das ist eigentlich das größte Wunder, diesen Selleriesaft zu trinken. Magst du kurz erzählen, was hat es damit auf sich und wie wirkt das? Und vor allem auch die Sache in Kombination mit Salz, weil Salz ist ja auch eine Sache, von der du sagst, es ist besser, nicht zu viel zu nehmen. Und da ist es ja auch so im Gängigen, wir brauchen einfach viel Salz. Ist so, glaube ich, so das, was man so unterschwellig irgendwie denkt. Und Salz braucht man einfach. Und Ja. in Kombination mit Selleriesaft, wie ist da so, ja, wie kannst du das in deinen Worten wiedergeben, dass jetzt noch mehr Menschen sagen, hey, komm, ich trinke das mal morgens? Okay. Also ich versuche mal da einen kleinen Abriss zu geben, weil ich könnte jetzt wahrscheinlich ein Loblied drauf singen auf diesen Selleriesaft und würde es eine Stunde lang sicherlich nur zum Selleriesaft erzählen. Also, die Erfahrung, die ich mittlerweile gemacht habe, und wenn man mal vielleicht so eine Rangliste aufstellen würde von allen Nahrungsmitteln, die es auf dieser Welt gibt, von Platz 1 bis 100.000. Und auf Platz 100.000 würde jetzt ein Big Mac stehen, ja, der weder Nährstoffe hat noch irgendwas anderes Tolles mitbringt, das heißt also kein Benefit für den Körper bringt. Dann würde auf Platz 1, und das sind ja die obersten, das heißt also, das sind ja die Lebensmittel, die den meisten Benefit für einen Körper bringen. Die meisten Mineralien, die meisten Nährstoffe, wie gesagt, dann im Prinzip, also die zur Gesundheit führen. Dann ist mit Abstand der Selleriesaft auf Platz 1. Und es ist tatsächlich interessant. Und wenn man das mal verfolgt, es gibt sogar einige Stars in Amerika, die tatsächlich schon den Selleriesaft für sich integrieren in ihr Leben, gar nicht großartig viel Werbung machen dazu. Ja, was man so selber mal nebenbei so mitkriegt, denkt sie, ach, das gibt's ja gar nicht, trinkt ja auch Selleriesaft. Ach, guck mal einer an. Das heißt also, das ist ja tatsächlich ein unglaublich tolles Getränk. Warum? Weil dieser Saft, diese Pflanze, nicht die Knolle, ja, wir reden vom Sellerie, ne, also quasi dem Stangensellerie. Diese Pflanze enthält ein ganz besonderes Natriumsalz. Bestimmte Natriumsalze, die im Körper für die Heilung sorgen. Ich könnte natürlich jetzt ins Detail reingehen und könnte genau erklären, was die jetzt im Körper machen. Das mache ich im Coaching tatsächlich. Aber jetzt würde es hier zu weit führen. Aber egal, was du hast, ob du jetzt Leberprobleme hast, ja, also weil du vielleicht eine gestaute Leber hast, die voll ist mit Giftstoffen, ob du jetzt meinetwegen Magen-Darm-Probleme hast, ja, oder generell ein Verdauungsproblem hast, ob du zum Beispiel schlechte Gallensäure hast, zum Beispiel, ja, oder ob der Magen an sich geschädigt ist, oder was du auch immer für Probleme im Körper hast. Der Selleriesaft ist das Wundermittel schlechthin. Natürlich muss man aufpassen, wie macht man den auch wieder? Also letzten Endes gibt es ja mittlerweile auch schon Selleriesaft zu kaufen in Tetrapacks. Davon rate ich ab, denn der Selleriesaft, die Wirkungsweise, also quasi die Stoffe, die dort drin sind, die halten sich vielleicht maximal 48 Stunden. Danach zerfallen sie. Das heißt, die Wirkung ist dann fast gen Null. Deswegen würde ich also niemals einen gekauften Selleriesaft nehmen, es sei denn, ich bin in einer Saftbar und bestelle einen halben Liter Selleriesaft, frisch entsaftet. Dann würde man den trinken. Das war der erste Punkt schon mal. Der zweite Punkt ist auch wichtig. Der Selleriesaft sollte auf nüchternem Magen genommen werden. Das heißt, es sollte nichts weiter drin sein, also keine anderen Nahrungsmittel. Der wirkt nur dann zu 100%, wenn man ihn auf nüchternem Magen einnimmt. Das heißt also, wenn man morgens startet mit Wasser und Zitrone, ja, dann wartet man 20 Minuten und dann trinkt man den Selleriesaft. Da hat man ja nichts weiter drin. Das Wasser mit Zitrone ist sofort durch den Körper dann. Und jetzt kommt der Selleriesaft und der wirkt dann richtig tief im Körper. Ich habe gesehen, wie Menschen Hautprobleme wegbekommen haben damit. Ich habe gesehen, wie Menschen dadurch Autoimmunkrankheiten wegbekommen haben, weil
Die Ursache für Autoimmunkrankheiten sind in der Regel Viren. Draußen wird erzählt, Autoimmunkrankheiten sind ja Erkrankungen. Tja, da greift der Körper sich selbst an. Das ist eine relativ einfache Aussage und jeder Mensch springt auf diesen Wagen auf und sagt, das klingt ganz logisch, es muss so sein. Nein, ich habe Hunderte bis Tausende von Menschen mittlerweile erlebt, die sind ja gesund geworden, auch obwohl sie eine Schilddrüsenunterfunktion haben, obwohl sie andere Autoimmunkrankheiten haben. Weil das Problem ist nicht, dass der Körper sich selbst angreift, das würde er niemals machen. Der ist immer auf unserer Seite. Ich habe gerade eben auch gesagt, der würde immer auch dankbar sein für jedes Pünktchen an Nahrung, was er bekommt, damit er heilen kann. Die Ursache für Autoimmunkrankheiten sind Viren, die wir im Körper haben und die uns kaputt machen. Und der Selleriesaft, um darauf zurückzukommen, der macht die Viren unter anderem kaputt. Und dadurch merken wir natürlich, dass da Energie auf einmal aufkommt. Dann merken wir auf einmal, okay, Mensch, die Hautprobleme gehen zurück. Das ist ja Wahnsinn. Mit so einem einfachen Getränk. Dann lässt man das eine halbe Minute, eine halbe Stunde auch wirken, nachdem man das getrunken hat, den Selleriesaft. Und dann kann man alles Mögliche essen und trinken. Und so entwickelt er sein volles Potenzial. Unglaublich. Ja, ein ganz, ganz, also in meinen Augen wirklich eine pflanzliche Heilmedizin, so würde ich es mal bezeichnen. Ja, perfekt. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen, besuche einfach unsere Website fanfrieden.de oder klicke auf den Link in der Beschreibung.